So, hallo und herzlich willkommen auf dem Sofa vom Ausrüstungsregal. Ich habe hier einen Schlafsack. Und tatsächlich hat man vielleicht schon mal gesehen von dieser Firma. Und diese Firma nennt sich Adventure Witch und klingt jetzt sehr Adventure-mäßig. Und vielleicht ist sie das auch, das würde ich gar nicht in Frage stellen. Aber das ist quasi die Outdoor-Artikel-Untermarke von Aldi und dem österreichischen Pendant dazu. Vermute ich zumindest sehr. Ich war zu selten in Österreich, um mir da sicher zu sein. Und das ist noch der Rest der Verpackung. Dazu habe ich extra aufgehoben. Den Schlafsack habe ich jetzt dreimal verwendet. Das muss reichen für ein Urteil, weil viel öfter will ich ihn ehrlich gesagt nicht verwenden. Spoiler, nicht weil er so furchtbar schlecht ist, sondern weil ich einfach noch viel bessere habe. So. Und ja, der Aldi-Schlafsack. Es ist schon lange ein Plan von mir, endlich mal so einen Aldi-Schlafsack in die Griffel zu bekommen und mal auszuprobieren und mir dazu meine Meinung zu bilden, denn ich hatte nie einen. Ich bin quasi in den ganzen Outdoor-Kram gestartet, dank Vater, mit einem Deuter, mit einem guten Deuter, den ich als allererstes hatte. Und mit dem war ich eigentlich immer ganz zufrieden und der ist bis heute noch gut und man kann heute noch drin schlafen und daher, ich denke, viele werden Kontakt mit Aldi Schlafsack vor allen Dingen eben als Einsteiger machen und als Einsteiger erstmal was Günstiges haben wollen, wenn sie noch gar nicht wissen, ob das Hobby überhaupt was für sie ist. Und das war bei mir halt nicht so. Drum hatte ich nie einen. Ja. Hab aber dann doch von anderen Leuten, eben auch von anderen Einsteigern, die eben nicht spendablen Vater hatten, gehört, ja, der ist ganz in Ordnung, der ist voll toll, der legendäre Aldi-Schlafsack. Gleichzeitig hat man von anderen Leuten, die eben auch mal einen Aldi-Schlafsack hatten, hin und wieder auch gehört, boah, das Ding ist scheiße und ich schlafe auf Wolken, seit ich was Besseres habe. Also ganz schwierig, sicherlich ein sehr polarisierender Gegenstand. Die gab es im Laufe der Zeit. Es gibt ja nicht den Aldi-Schlafsack und der wird seit 30 Jahren produziert, sondern im Laufe der Zeit gab es die in verschiedensten Modellen. Inzwischen ist es jetzt so ein ultraleichter Sommerschlafsack, den man gekriegt hat. Den würde man inzwischen auch schon nicht mehr kaufen können. Ich habe Zeit gebraucht, um das Ding auszuprobieren. Ne? Also gehe ich nicht davon aus, aber wahrscheinlich nächstes Jahr dann irgendwann wieder bei Aldi vorrätig. Erfahrungsgemäß gibt es diese Angebote ja mehrfach, beziehungsweise wiederkehrend dann im nächsten Jahr irgendwie so in dem Dreh. Ja, er sieht auch optisch nicht groß anders aus als der von letztem Jahr. Ich vermute also schwer, dass es da auch keinen großen Unterschied zum nächsten Jahr geben wird. So, bisschen allgemeines Blabla. Kommen wir mal zu ein paar technischen Daten, die hier so draufstehen. Ja, und was hier so draufsteht, ist zum einen, der ist koppelbar mit einem anderen Schlafsack des gleichen Modells. Es gibt eine A- und eine B-Variante und die kann man dann halt jeweils zusammen reißverschlussen und dann hat man einen großen. Wir haben zwei, weil eben diese Koppelbar-Geschichte fanden wir interessant. Was steht da noch so drauf? Komfortbereich 10,8 Grad, dazu komme ich gleich noch. Dann Kompressionspacksack ist inklusive. Ja, hier ist er. Allerdings ist der scheiße. Scheiße verarbeitet. Konstruktion, Idee, gar nicht schlecht. Wobei, ja, da kann man sich streiten. Ja. Maximale Größe bis 1,90 Meter. Das würde ich unbedingt ernst nehmen, diese Empfehlung bis 1,90. Ich bin 1,89. Und ich passe gerade so rein. Also wenn ich 1,90 wäre, würde ich wahrscheinlich auch noch reinpassen. Aber ich bin um den 1 cm ganz froh, den ich noch mehr Platz habe. Gesamtgewicht 720 Gramm steht hier. Circa 720 Gramm. Er ist tatsächlich ein paar Gramm leichter. Irgendwie 10 bis 20 Gramm leichter ist das ganze Paket. Ich habe es mal auf die Waage geklatscht. Allerdings fehlt bei mir ja auch inzwischen ein Stück vom Kompressionsbeutel. Also ich denke mal, dass die meisten Schlafsäcke ein bisschen darunter bleiben, einfach damit man keine Klagen sich anhören muss, hat man einfach Sicherheit, einfach ein bisschen eine höhere Zahl da drauf geschrieben auf die Verpackung, als der Schlafsack tatsächlich in den Regelfall wiegen wird. Das ist wirklich ziemlich leicht. Es ist ja allerdings auch nur ein Sommerschlafsack. Ja? Also für einen Kunstfaser-Sommerschlafsack ist das wirklich ziemlich leicht. Daher die Bezeichnung Ultraleicht-Schlafsack. Ja,
ich, also, na, den darf man schon mit Fug und Recht so nennen, ganz ehrlich. Also, da kann man jetzt, ich will auch nicht mehr meckern, als ich möchte gerne viel meckern. Ja, das muss ich gleich dazu sagen. Aber ich will auch nicht mehr meckern, als unbedingt notwendig. So, dann haben wir hier noch ein paar andere interessante Sachen draufstehen. Nämlich, importiert durch IE Import GmbH Austria. Ja, wo der hergestellt wird, erfahren wir nicht. Wir erfahren, dass er importiert wurde nach Österreich von eben besagter Import GmbH. Dann hat das Ding Ökotec Standard 100. Ich weiß, alle wollen, dass ich das Teil jetzt auspacke und vorzeige und so weiter, aber ich quatsche jetzt trotzdem noch über Ökotec Standard 100. Bin halt ich. Ökotec Standard 100 bedeutet im Prinzip, dass bei der Herstellung wenig oder wenn dann doch, dann vernünftig mit umgegangen, Chemikalien eingesetzt wurden. Punkt. Ende. Aus. Ökotec Standard 100 ist für mich also dahingehend so ein bisschen eine ziemliche Verarsche, weil das Ding heißt Ökotec, ne? Eco oder Ecotec, man schreibt es so. Ne? Findet man immer mehr auf immer mehr Textilien. Das ist ein Witz. Ne? Also das geht in keinster Weise auf tatsächlich ökologische Kriterien für ein ökologisch nachhaltiges Produkt. Spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Es wurde einfach nur, also quasi die Kinder, die es hergestellt haben, sind nicht mit giftigen Chemikalien vergiftet worden während der Herstellung. So in dem Stil. Ne? Das ist alles. Mehr besagt Ökotec Standard 100 nicht. Den kannst du für ganz wenig Geld einkaufen und das ist Greenwashing. Punkt. Ja? Meine Meinung dazu. Ja? Also ist es schön, dass er das hat. Ist vollkommen nebensächlich und ziemlich irrelevant. Also die allermeisten Länder produzieren inzwischen, auch wenn sie nicht Ökotec Standard draufstehen, 100 draufstehen haben, ohne ihre Arbeiter systematisch zu vergiften und Gesundheit zu gefährden. Also meinetwegen mag Ökotec Standard ein kleines bisschen noch ein zusätzliches Kaufargument sein, wenn man halt eben auf so soziale Sachen viel Wert legt. Aber ich finde den Namen eben wahnsinnig irreführend von diesem Ding. Das hat halt überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit, Öko, ressourcenschonender Produktion und irgendwas in diese Richtung, nicht das Geringste zu tun. So, 100% Polyesterfüllung, allerdings Hohlfaser. Das ist interessant, das ist inzwischen für einen 15-Euro-Schlafsack, habe ich schon erwähnt, 15 Euro, lächerlich. Also wirklich lächerlich billig, günstig, ehrlich gesagt, eher, weil so scheiße ist er nicht, dass man billig sagen müsste. Ja. Und selbst Hohlfaser-Füllmaterial lässt sich also inzwischen für dieses Geld herstellen. Ich erinnere mich noch dran, als Hohlfasern in Schlafsäcken der neueste Superkram waren und yay, Revolution der Kunstfasertechnik. Wir haben jetzt hohle Plastikfasern, in denen Luft als Isolator drinsteckt. Das macht den Schlafsack bei gleichem Gewicht ein bisschen wärmer. Ja, und diese vor vielen Jahren okay, aber damals revolutionäre Technik gibt es jetzt für 15 Euro. Ist schon, ja, gibt einem zu denken. Ja, also das komplette Schlafsäckchen besteht aus Polyester. Dafür gibt es Biofinish Eco als Außenmaterial aufgetragen. Dazu kommen wir noch. Der Packsack hat einen Netzeinsack Ersatz zur besseren Belüftung. Ja, ist das jetzt ein Feature oder ist das jetzt ein Bug, wie man so schön sagt? Also das ist einerseits tatsächlich besser belüftend, ja. Andererseits macht es den Packsack auch 100% nicht wasserdicht. Das kann also auch durchaus ein Vorteil sein, wenn man einen wasserdichten Packsack hat, lieber als einen besonders gut belüftenden Packsack. Weil wenn man gut Belüftung haben möchte, dann kann man den Packsack auch einfach weglassen. Meine Meinung. Mir wäre also ein wasserdichter lieber gewesen, aber ja, für manche Leute ist das ja vielleicht ein Thema, dass die das gut finden. Extra leichter Sommerschlafsack mit kleinem Packmaß, ideal für Rad- und Trekkingtouren. Ideal kann man sich streiten, kleines Packmaß hat er definitiv. Leicht ist er auch und ein Sommerschlafsack ist er auch. So viel zur Verpackung, so viel zu den Versprechungen. Wichtig wäre jetzt noch der Temperaturbereich bzw. das Temperaturrating, das steht hier. Ja. Und da können wir sehen, dass eben 10,8 Grad die Komforttemperatur ist und alle anderen Temperaturen, die da stehen, die können wir ignorieren. Weil ich denke, die allermeisten Leute können froh sein, wenn sie diese 10,8 Grad wirklich erreichen.
Problem bei solchen Schlafsäcken, ja, also die man so in dieser Art und Weise unter den Bedingungen kauft, wie so ein Aldi-Schlafsack letztendlich bei einem daheim landet, ist nämlich folgendes. Die werden hergestellt, werden getestet, also ein paar davon, dann kriegen sie eben diese Temperaturnorm-Rating verpasst, so. Und in dem Moment werden sie komprimiert in den Pracksack gestopft und um die halbe Welt verschifft, liegen dann noch irgendwo in einem Lager, dann noch eine Weile bei Aldi, dann bei uns daheim und irgendwann holen wir sie dann mal aus dem Packsack raus, um sie dann später wieder drin zu verpacken, logischerweise. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist die ganze Geschichte hier sehr stark komprimiert. Und was macht das mit einer Kunstfaser? Naja, die wird halt so sehr zusammengedruckt, dass sie halt doch sehr an Bauschkraft verliert. Und auch wenn das eine Hohlfaser ist, also eine Hohlkunstfaser, wie hier der Fall, was ja im Prinzip toll ist, die kann auch zusammengequetscht werden. Und irgendwann ist die Elastizität so verloren, dass sie halt eben nicht mehr hohl ist, weil sie einfach plattgedrückt ist. Und dann ist es eine Plattfaser, sozusagen. Ja? Das ist also ein grundsätzliches Problem, weshalb ich eben nicht davon ausgehe, dass man, wenn man nicht viel, viel Glück hat, wegen kosmischer Zufälle, doch mal einen von diesen Schlafsäcken bekommt, die noch die maximale Wärmeleistung, die sie technisch gesehen, bauartbedingt eigentlich hätten, tatsächlich aufweisen. Ja? Würden die hergestellt werden und locker über irgendeinen Kleiderbügel gelegt werden, in diesem Zustand verschifft, beziehungsweise in einem großen lockeren Sack verschifft werden, so bei all die Lagern und man könnte sie so nach Hause nehmen, dann hätten sie wahrscheinlich wirklich ihre 10,8 Grad. Das ist sicherlich nicht der Fall. Es kann natürlich trotzdem vorkommen, dass individuell jemand in dem Schlafsack bis auch bei deutlich tieferen Temperaturen bequem schläft. Ja, diese 10,8 Grad sind ja bloß nur ein Laborwert. Aber auch jemand, der deutlich tiefere Temperaturen gut erträgt in dem Sack, würde noch tiefere Temperaturen ertragen, wäre der Sack nicht nach Herstellung direkt komprimiert und komprimiert ausgeliefert und gelagert und so weiter und so fort worden. Ne? Also das hat in jedem Fall Auswirkungen, auch wenn die Zahl bei euch individuell eine andere ist. So, ich hatte einmal 15 Grad. Das war sehr kuschelig, gar kein Thema. Ich hatte einmal 12 Grad, das war auch noch völlig in Ordnung. Hatte aber Angst, dass in der Nacht es noch deutlich kälter wird. Es wurde dann auch mal 10 Grad, also nochmal drunter, ne, hier als die 10,8. Aber, muss man dazu sagen, weil ich das wusste, hatte ich vorher schon lange Hose angelassen und T-Shirt angelassen und habe dann ohne Socken mit langer Hose und T-Shirt trotzdem sehr, sehr warm geschlafen und musste noch nicht die Kapuze aufziehen. So, dazu muss man jetzt auch noch mal dazu sagen, bevor wir den dann wirklich vorzeigen. Ein Schlafsack funktioniert ja so, für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, dass er die Körperwärme des Drinliegenden zurückhält. Und je besser er eben die zurückhält und isoliert, damit die nicht da draußen weicht, desto wärmer ist dem, der drin liegt. Das funktioniert umso besser, je besser derjenige, der drin liegt, den Schlafsack vollständig ausfüllt. Weil ist er zu groß, also der drin liegt, und der Schlafsack viel zu eng, drückst du dein Füllmaterial von innen zusammen und hast dann nicht mehr so eine Füllung, sondern so eine Füllung. Und die isoliert weniger gut. Ne? Nicht, dass dieser Schlafsack so eine Füllung hätte, hat er nicht. Und das nur zu Demonstrationszwecken. Bist du viel zu klein, hast du jede Menge Luft im Schlafsack, die du aufwärmen musst, die dann in den äußeren Bereichen des Schlafsacks auch sehr weit weg ist von deinem Körper, daher weniger gut von dir aufgewärmt werden kann. Und es ist einfach schwieriger, dass die warme Luft dann im Schlafsack sich vernünftig hält, weil sie von der Wärmequelle, sprich dir, zu weit entfernt ist. Ganz grob gesagt, ich habe das an anderer Stelle auch schon noch besser erklärt. Soll heißen, dadurch, dass ich genau, ziemlich exakt den Maßen entspreche, die man haben soll, um noch in diesen Schlafsack reinzupassen, sitzt der bei mir eng, aber noch nicht zu eng und somit wirklich ganz genau so, dass ich wahrscheinlich ziemlich optimale Temperaturwerte aus diesem Schlafsack ziehen kann, weil ich gut reinpasse. Ja, wer jetzt also viel, 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 viel schlanker ist als ich, der wird ein bisschen weniger warm schlafen können und wer viel dicker ist, passt nicht mehr rein.
Schlicht und ergreifend. So, daher meine persönliche Erfahrung eben, ist eine gute, dass er wirklich hält, was er verspricht. Sogar noch ein bisschen, beziehungsweise ich sogar tatsächlich noch ein wenig mit leichten Klamotten, echt in den Übergangsbereich bis hin zu diesen 6,8 Grad. Da würde ich jetzt nicht hingehen, aber zu 8 Grad, zu 9 Grad würde ich tatsächlich noch gehen und sagen, das ist noch kuschelig, da kann man noch ganz gut schlafen. Voraussetzung, man hat eine schöne warme Unterlage und liegt nicht direkt auf irgendwie dem Boden oder irgendwas anderem, was eher kalt ist. So, das zu den Temperaturwerten und jetzt können wir ihn wirklich mal auspacken. Zack. Also der hat hier so lustige Kompressionsriemen. Eigentlich waren es mal zwei. Man könnte ihn theoretisch weiter komprimieren. Ich sehe da keinen großen Sinn drin, weil das ist schon ein sehr kleines Packmaß. Wenn man jetzt nicht auf Teufel komm raus unbedingt einen Vorteil draus hat, ihn noch so sehr zusammenzudrücken, weil schmaler im Sinne von Durchmesser kriegt man den Packsack nicht. Man kriegt ihn nur so zusammengedrückt. Ja, also wer da einen großen Vorteil drin sieht, weil das in seinem Packkonzept eine Rolle spielt, bitte gerne. Für mich ist das völlig egal. Ich habe den noch nie komprimiert. Ich will den auch gar nicht komprimieren. Der ist klein genug. So. Farbentechnisch gab es ihn einmal hier in diesem für Waldschläfer wirklich sehr angenehmen Farbenmodell hier. Und dann gibt es noch einen, der ist irgendwas ein bisschen bunteres. Aber dass ihr das schön findet. Packsack, hier kann man jetzt nochmal gut sehen, indem man mein Gesicht dahinter vielleicht sieht, ich weiß es nicht. Das hier oben alles Mesh, ja, also zur Belüftung. Da unten nicht Mesh, aber sehr, sehr dünnes Material. Und insgesamt ist der Packsack sehr schlecht verarbeitet. Und mir ist hier eben auch bereits, ich hoffe, das kann man sehen, eben der Kompressionsriemen schlicht und ergreifend abgerissen bei normalem Anziehen eines Kompressionsriemens. Meine Frau meint, ja, wenn du da dran ziehst wie ein Ochs. Ich ziehe aber an all meinen Schlafsack-Kompressionsriemen, all meiner Schlafsäcke genau so und die anderen halten alle. Ja, also ich finde schon, dass ein Schlafsack-Kompressionsriemen, der dafür gedacht ist, dass man da fest anzieht, um den Schlafsack klein zu kriegen, dann auch eine gewisse Kraft beim Anziehen, und ich bin ja jetzt nicht, keine Ahnung, ein junger Schwarzenegger, eine gewisse Kraft sollte der dann schon aushalten können. Ne? Also Enttäuschung Nummer 1, so viele gab es davon leider gar nicht. Was heißt leider? Ja, ich besaß nie einen Aldi-Schlafsack. Ich habe immer mehr Geld ausgegeben. Und wenn man sich anguckt, dass das Ding 15 Euro kostet und man damit trotzdem draußen übernachten kann, dann fühlt man sich als jemand, der mal einen Schlafsack für fast 500 Euro gekauft hat, relativ bescheuert. Ja, irgendwo. Natürlich ist der um Welten besser, besagter 500 Euro Schlafsack. Aber es gibt einem einfach zu denken. Drum, ich möchte diesen Schlafsack nicht gut finden. Er ist es aber. Bis zu einem gewissen Grad. Das hat auch noch Nachhaltigkeitsgründe, weshalb das nicht gut ist. Kommen wir auch noch dazu. Aber egal. Jedenfalls, Packsack eben sehr instabil, nicht gut vernäht. Nix ist hier gut vernäht, aber ausreichend. Ausreichend reicht ja. Packt man weg. Ne? Dann Schlafsack. Hier hängt ein Faden. Seht ihr? Hier, da ist so ein schönes Böllele dran. Kann man dann ganz gut sehen. Und das ist eigentlich auch schon ein ganz schönes Beispiel für die Verarbeitungsqualität, die man hier erwarten darf. Es gibt lose Fäden. Allerdings, ich habe inzwischen genug über Nähen gelernt, es sind Fäden, die quasi nach dem Nähvorgang, nachdem man die Naht versiegelt hat, wenn man das Gerät, Werkstück aus der Nähmaschine zieht, dann hängt da noch ein Faden. Und den kann man jetzt fein säuberlich am Werkstück abtrennen oder man schneidet den kurz an der Maschine ab, dann hängt der halt noch dran und dann machst du weiter mit dem nächsten Schlafsack. So, und das wird wahrscheinlich passiert sein. Also das schränkt die Funktionalität vom Schlafsack nicht wirklich ein, dass der hier noch so ein paar lose Fäden hat. Die kann man abschneiden und ich habe wirklich keinen losen Faden an der Stelle gefunden, wo das Abschneiden des Fadens dazu führt, dass ich die Naht öffnen würde. Die Nähte sind alle nicht toll, die sind alle ungefähr so genäht, als ob ich die gemacht hätte. Langsam, hier hat es wahrscheinlich irgendwer Professionelleres gemacht, aber sauschnell.
Anders kann ich mir diesen Preis wirklich nicht vorstellen. Und es ist halt auch eine einfache Nähtechnik. Ne? Also bei guten Schlafsäcken bzw. bei teuren Schlafsäcken hat man innen drin das Zeug vernäht. Ja? Da hast du also verschiedene Kammern, die innen vernäht werden, und zwischen den Nähten, die innen liegen, befindet sich das Füllmaterial. Hier hast du einfach Füllmaterial reingestopft auf die gesamte Länge vom Schlafsack. Und damit das an Ort und Stelle bleibt, einfach so wie der jetzt hier liegt, quasi bzzzt, 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 durchgenäht. Also er ist natürlich nicht so, wie er hier liegt, dann würde man ihn ja zusammennähen, sondern so halt, also im geöffneten Zustand. Also quasi einfach die Decke als Decke hingelegt und dann bzzzt, bzzzt, bzzzt. Denkbar einfachste Möglichkeit, einen Schlafsack zusammenzunähen, langt aber für einen Sommerschlafsack, muss man auch wieder dazu sagen. Ja? Also einfach so ein bisschen zu erklären, wie ist das möglich, dass der nur 15 Euro kostet? Weil wenn du eine schnelle Nähmaschine hast und jemanden, der das Ganze den ganzen Tag macht, dann ist das sehr schnell passiert. Ja? Also die werden irgendwo, wahrscheinlich ist das Arbeitsteilung, einer legt die Teile halbwegs zusammen, der nächste näht oder steckt sie zusammen oder sonst irgendwie, der nächste näht ein paar Mal drüber oder die nächste, und dann ist das Ding im Grunde auch schon fertig, dann kommt noch ein Reißverschluss dran und gut ist. Innenseite sieht man hier, ist in einer etwas freundlicheren Farbe gehalten. Das kann ganz praktisch sein, wenn man irgendwie eine Signalfarbe braucht. Außen unauffällig, innen ein bisschen heller. Das finde ich eigentlich ganz cool von der Farbgebung her, zumindest jetzt hier bei meinem Modell. Der Reißverschluss geht bis hier. Das reicht auch vollkommen aus. Mehr Reißverschluss macht schwerer, kostet gegebenenfalls ein bisschen mehr Geld. Da sehe ich keinen Grund, weshalb der länger sein sollte. Finde ich ganz in Ordnung. Für mich hätte er auch noch einen Hauch kürzer sein dürfen. Aber ja, passt soweit. Ja, das heißt also, man kann nichts, unten die Füße nicht wirklich rausstrecken. Aber so warm ist er dann auch nicht, dass man das unbedingt möchte. Beziehungsweise wenn man bei 20 Grad plus übernachtet und so weiter, dann deckst du dich mit dem Ding notdürftig zu, dann ist dir sowieso warm genug. Das ist heutzutage anscheinend ein Trend, dass Schlafsäcke unten schlafen brauchen. Ich persönlich brauche die nicht, ja? Aber sie sind da. So. Zettelchen mit Temperaturangabe steht da also auch nochmal selber drauf. Ist auch nicht überall dabei heutzutage, deshalb finde ich das eigentlich ganz schön. Dann hat er eine Kapuze, das wäre hier so dieser Bereich, und die ist auch in Ordnung, die hat eine Kordel zum Festziehen, ja, hier so standardmäßig, nichts Besonderes, aber auch wirklich nicht schlecht, das funktioniert, das hat schon seit 20 Jahren funktioniert. Hier hat es noch so ein Klett, das ist dafür da, dass wenn man den Dinger richtig zumacht, dann kann man hier den Reißverschluss gegen unabsichtlich, weil wenn du dich jetzt da drin bewegst und spannst die Schultern an, dann kann es dir passieren, dass du das Teil relativ schnell aufreißt. Ja, der Reißverschluss ist nämlich leichtgängig. Das ist erschreckend, ne? Das ist wirklich in Ordnung, bis hin zu gut. Verarbeitung von den Dingen, ist er schön vernäht? Nein. Hält er? Ja. Hält er 40 Nächte? Ich weiß es nicht, vielleicht, wenn man Glück hat. Je nachdem, was man mit seinem Schlafsack anstellt, wie sehr man sich da dreht, wie man den komprimiert, ob man den komprimiert und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich in Ordnung. Erschreckend. So, aber damit man den halt eben nicht aufreißt, wenn man drin liegt, gibt es dann halt eben dieses Klettdingens, mit dem man dann eben den hier zukletten kann, um dann irgendwie so ein bisschen mehr hier ziehen zu können, beziehungsweise hier Spannung ausüben zu können, ohne dass man das Ding nicht aus Versehen den Reißverschluss entlang aufreißt. Wäre das hier nämlich offen, dann passiert das. Und wenn das zu ist, dann passiert das halt nicht. Außerdem hat er an Zusatzspielereien, ja, wo ist sie denn? Hier innen drin sogar noch eine kleine Tasche. Da passt ungefähr, ja, so viel passt da rein, fürs Handy, für irgendwas, was nicht kalt werden soll über Nacht, was im Sommer natürlich nicht so wichtig ist, für Brille, für Taschenlampe, wenn man die verlegen will oder für was auch immer. Ich habe so eine Tasche noch nie benutzt, ich hätte die auch nicht gebraucht, aber sie ist da. So, Ende. Ja, Wärmekragen hat er keinen.
großartige Isolierung vom Reißverschluss. Naja, da hat er hier diese Lasche. Seht ihr die? Da. Das soll verhindern, diese Lasche, dass der Wind durch den Reißverschluss zieht, beziehungsweise durch den Reißverschluss sämtliche Wärme entweicht. Kann das diese Lasche? Nee, kann sie nicht. Also dafür ist die einfach zu klein. Erfahrungsgemäß jetzt bei den Nächten, die ich drin gepennt habe, wenn ein Lüftlein kommt, beziehungsweise wenn man so liegt, dass der Reißverschluss oben liegt oder auf der Seite, von der der Wind kommt, dann weht es dir durch den Reißverschluss in den Schlafsack. Das ist spürbar. Das ist bei einem Sommerschlafsack bei den Temperaturen jetzt eben über 10 Grad ist das nicht schlimm und stört einen, also mich persönlich stört das nicht wirklich. Aber dann merkt man halt auch eben, wo die Grenzen dieses Schlafsacks natürlich dann logischerweise liegen. Füllmaterial, ne? Also der ist super dünn, wenn man den, ja, seht ihr, also ohne dass ich ihn jetzt zusammendrücke, wenn ich den jetzt einfach locker hier auf den Armen liegen habe, der ist schon sehr, sehr dünn. Ne? Oberfläche. Ich habe ja gesagt, dazu sprechen wir noch. Der ist tatsächlich wasserabweisend ausgestattet, heißt, die haben das Oberflächentextil hier, haben die behandelt. Und zwar mit eben diesem besagten Bionic Finish Echo. Ich habe zum ersten Moment gedacht, ja sag mal, seid ihr blöd, müsst ihr jetzt auf so einen ollen Schlafsack auch noch ein PFC-haltiges Imprägniermittel drauf sprühen. Ja, und siehe da, das ist PFC-frei. Also das ist tatsächlich ein großes, großes Problem. Viele Outdoor-Ausrüstung, dass man auch bei namhaften Herstellern teilweise, das nimmt jetzt immer mehr ab, aber teilweise immer noch PFC-haltige Imprägniermittel findet. Das ist ein Perfluor-Carbon-Gedönse, dieses PFC, und ist deswegen ein Problem, weil wir noch gar nicht wissen, was das eigentlich in der Umwelt anrichten kann. Wir gehen davon aus, dass es nicht unbedingt gesund ist für die Umwelt, und B, es zersetzt sich nie. Es ist also quasi unendlich haltbar, wird irgendwann abgewaschen vom Schlafsack, abgewaschen von der Regenjacke, abgewaschen von der Hose, sucht euch was aus, und kann unendlich lange im Ökosystem, also nicht unendlich, aber viele tausend Jahre überdauern. Das heißt, wir finden PFC eingelagert im Eis der Antarktis, im Eis von Grönland und so ziemlich überall auf der Welt, auch wenn da theoretisch noch nie ein Mensch vorbeigelaufen ist. Es landet im globalen Stoffkreislauf und wird überall hin transportiert. Das kann nicht gut sein, das ist doof, weil so, selbst wenn man versucht, keine Spuren zu hinterlassen als verantwortungsvoller Naturwanderer, hinterlässt man doch welche, weil sich nach und nach das PFC auf deinen Klamotten irgendwann mal ein bisschen abreibt. So, und allen Ernstes, ich bin wirklich hin und weg von dieser einen Sache. Vor allen Dingen ist dieses Ding hier bei 15 Euro. Das ist, ne, normalerweise sagt man, aus Kostengründen nimmt man PFC und die Alternativen ohne PFC sind zu teuer, so in dem Stil. Aber es geht doch. Also Aldi macht uns hier tatsächlich vor, beziehungsweise Adventure Witch macht uns hier vor, dass man für kein Geld trotzdem ein PFC-freies Produkt mit einer Oberflächenbeschichtung herstellen kann. Es mag sein, dass die Oberflächenbeschichtung jetzt nicht ganz so super ultra wasserdicht ist wie eine mit PFC. Das kann ich nicht wirklich vergleichen. Dafür bräuchte man ein Labor und so weiter und so fort. Aber das finde ich toll. Das finde ich wirklich sensationell. Das ist also, wenn man vom absieht, dass das natürlich ein 100% Plastikschlafsack ist, ist der so umweltfreundlich. Könnte noch Recycling-Plastik sein, unter gewissen Bedingungen, auch nicht immer automatisch, aber unter gewissen Bedingungen ist Recycling-Plastik natürlich schon nochmal viel besser als frisch hergestelltes, direkt aus dem Erdöl sozusagen, letzteres ist hier der Fall, aber wenigstens haben sie ein vernünftiges Imprägniermittel genommen und nichts mit PFC. Das finde ich sensationell, also wirklich ganz, ganz sensationell. Da können sich andere Hersteller günstiger ausrüsten und die auch versuchen, eben ein bisschen umweltfreundlichere Methoden anzuwenden, da 18 Scheiben von abschneiden, und zwar so dicke, für 15 Euro. Das ist wirklich, wirklich toll. Das gibt Hoffnung, das stimmt mich echt froh, dass wir dieses PFC ganz bald los sein werden im Outdoor-Sektor, wenn es hier schon so funktioniert. Jetzt! Wie gesagt, ich möchte gerne sagen, für 15 Euro kann man keinen gescheiten Schlafsack bekommen, aber leider doch. Ja? Kannst du in dem Ding pennen? Ja, absolut. Kannst du da Spaß haben und eine schöne Nacht im Wald? Ja.
Also es hängt wirklich nicht davon ab, ob man hunderte von Euro für einen Schlafsack ausgegeben hat, insbesondere nicht im Sommer, damit man eine halbwegs brauchbare Nacht draußen verbringen kann. Es geht auch mit dem Aldi-Schlafsack, zumindest mit dem aktuellen Modell. Für die anderen kann ich nichts sagen. Und das ist erschreckend. Und wie gesagt, das gibt einem sehr, sehr zu denken, wenn man eben doch hunderte Euro für einen Schlafsack ausgegeben hat. Natürlich ein Daunenschlafsack, Sommerkategorie, ähnliche Temperaturwerte, beziehungsweise ein Daunenquilt, den ich jetzt habe für solche Temperaturen, der wiegt die Hälfte. Der wiegt sogar noch mal ein bisschen weniger als die Hälfte zum Teil. Ist damit also wirklich sensationell leicht. Er hat ein unglaublich komfortables Schlafverhalten und man liegt nicht so sehr im eigenen Saft, wie man das in einem Kunstfaserschlafsack tut. Aber Transpirationsverhalten auch bei höheren Temperaturen hier drin, wenn du anfängst ein bisschen zu schwitzen, weil es dann doch ein bisschen warm ist, machst du einen Reißverschluss ein Stückler auf, hängst einen Arm raus, gut ist. Ja, das ist okay, das ist nicht toll, das ist längst nicht so gut wie in Daune, aber es ist völlig in Ordnung und du kannst da drin wirklich eine schöne Nacht im Wald haben, insbesondere wenn, wie jetzt bei der letzten Nacht, mal wieder der Rehbock kommt, ums Lager rumschleicht. Das muss ich noch kurz erzählen. So schleich. Ich hatte ihn schon bemerkt, weil ich habe immer einen relativ leichten Schlaf und reagiere, wenn ich merke, okay, das ist jetzt nicht das übliche Hintergrundrascheln im Wald, sondern das sind jetzt tatsächlich Schritte von einem Tier. Und der ist halt wirklich gefühlte 10 Minuten rumgeschlichen und dann fängt er plötzlich an. Und regt sich tierisch auf und muss mal klar machen, dass er der Chef ist. Ja, Rehe bellen. Rehe machen. Weiß kaum jemand, der eben noch nicht oft genug im Wald gepennt hat. Müsst ihr also dürft ihr. Müsst ihr nicht. Keinerlei Zwang, das ist selbstverständlich. Aber kann man ja mal ausprobieren. So, und eben, während ich da... ja, und solche Erlebnisse, das ist toll, weil der regt sich dann auf, entfernt sich immer mehr, macht dann aus der Entfernung, weil man könnte ihm ja doch noch Böses wollen, nachdem er sich jetzt zu erkennen gegeben hat, macht er dann nochmal und wird immer leiser und irgendwann ist er ganz weit weg und noch einmal und dann ist wieder Ruhe. Ja, nee, also das funktioniert definitiv auch mit so einem Schlafsack. So, allerdings sollte man sich jetzt so ein Ding kaufen, weil man noch nicht genug Schlafsäcke hat. Wenn man schon genug Schlafsäcke hat, nein, sollte man nicht, weil es ist halt nochmal ein Plastikteil. Man wird ihn nicht benutzen, wenn man was Besseres hat für den Sommer. Das heißt, er liegt rum. Das heißt, du hast unnötig mal wieder Plastik in die Welt gesetzt, beziehungsweise den Konsum von Plastik durch eigenes Kaufverhalten gefördert und die Herstellung von noch mehr von den Dingern gefördert. Ist das super? Nein. Aber wenn man jetzt eben tatsächlich Einfänger ist oder man hat Kinder, Neffen, Enkel, was auch immer, die halt eben mit so einem Outdoor-Zeug anfangen oder anfangen sollen oder da in diese Richtung hin erzogen werden sollen, reicht für die so ein Schlafsack absolut hundertprozentig, vollkommen aus. Ja? Und wenn die den eine Weile benutzen, bevor man ihnen dann vielleicht dann doch mal irgendwann einen tolleren kauft, weil sie irgendwas vor allen Dingen bei niedrigeren Temperaturen vorhaben, wo dann die Gewichtersparnis von einem teuren zu einem billigen Schlafsack dann immer mehr ins Gewicht fällt. Weil hier mag sie, gerade noch wenn man Daune Kunstfaser direkt jetzt miteinander vergleicht, nur 300 Gramm betragen. Gehen wir dann in den Bereich 3 Jahreszeiten Schlafsack so bis minus 10 Grad, was der dann noch schon so als Reserve haben sollte, wenn man so richtig nach Skandinavien rein will oder so. Da macht der Gewichtsunterschied locker mal ein Kilo, 1,5 Kilo oder was zwischen einem günstigen Kunstfaser und einem Daunenschlafsack aus. Nur mal so beispielsweise. Ob das sein muss, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Aber für Einsteiger, die wirklich in den Outdoor-Bereich mal reinkommen sollen, wollen, können, reicht da erstmal all die Ausrüstung, also zumindest beim Schlafsack, ein ganz klares Absolut. Das geht. Ja. Und wer kein Geld hat, kann er trotzdem schöne Zeit draußen verbringen mit einem 15-Euro-Schlafsack. Absolut. Das ist einerseits sehr, sehr, sehr schön und andererseits wirklich blöd, weil wozu kaufe ich teure Sachen? Besseres Schlafverhalten, besseres Gewicht, vielleicht ein bisschen nachhaltiger produziert, vielleicht, je nachdem, wo man kauft, nicht zwingend. Ja? Also so ein stinknormaler Markenschlafsack, wenn da nicht nur extra Werbung damit gemacht wird, wie super nachhaltig der produziert ist, ist der genauso unnachhaltig wie das Ding. Und vielleicht noch mit PFC beschichtet. Also so gesehen ist der vielleicht sogar besser. Ja, also wirklich großes Lob, dass ihr es geschafft habt, für kein Geld doch ein
immerhin ein bisschen umweltfreundliches Produkt herzustellen, bin ich wirklich begeistert. So, viel zu langes Video. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.